Kernthema ist, dass die Hände des Landwirts die Motivation und die Kompetenz Tierschutz bedeuten. Und wir brauchen hier immer wieder die Frage, was brauchen unsere Landwirte, unsere Tierbetreuer, damit sie ihren Job gut machen können? Denn Motivation und Kompetenz der Landwirte ist praktisch angewendet Tierschutz. Ja, wir stellen fest bei uns im Stall, wenn unsere Mitarbeiter geschult sind, dass wir zum Beispiel Ringelschwanznekrosen früher erkennen, dass wir danach schauen nach der Genetik, nach der Fütterung, dass wir Haltungsbedingungen allgemein optimieren, dass wir einfach sehen, was ist gesund und was ist krank am Tier. Ja, die Schweinehalter haben heute einen ganzen Strauß von Herausforderungen. Das ist natürlich die große Frage nach mehr Tierschutz. Aber auch Klimaschutz, Umweltschutz, Verbraucherschutz, also die ganzen Schutzfragen. Und zusätzlich wollen sie natürlich ihre Familie vernünftig ernähren und auch noch Geld verdienen, damit ihr Betrieb auch weiter existieren kann. Langfristig sehe ich, wenn die Landwirte Tiersignale besser lesen und erkennen können, sehe ich ein großes Potenzial für die Schweinegesundheit, da langfristig so der Landwirt früher erkennen kann, ob die Tiere krank werden, schneller reagieren kann und so auch schneller Schmerzen, Leiden oder Schäden von den Tieren ferngehalten werden können. Wir zeigen den Schweinehaltern in den Schulungen vor allem auch neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Und diese beziehen sich natürlich vor allem auf das Thema Tiersignale. Wie erkenne ich, dass ein Tier krank ist oder möglicherweise krank wird? Bei den Schulungen geht es immer wieder um das Kernthema auch der Tiersignal-App, dass ich erkenne, wann ein Tier gesund ist, wann sich Veränderungen zeigen oder vielleicht die Gesundheit schon kippt, dass wir Tierschutzindikatoren feststellen müssen, wenn die Tiere krank werden, dass wir rechtzeitig eingreifen können und das Ganze auch begreifen. Heißt, mit den Händen wieder ans Tier fassen, spüren, haben die Tiere Fieber, dieses Feeling zu entwickeln, aber auch unterstützt mit dieser hochmodernen Wärmebildkameratechnik, damit wir das Grundproblem hinter dem Problem manchmal zu Gesicht bekommen. Geht man in die Schweinesignale hinein, findet man die Auswahl nach Altersstufen, wählt dann eine Altersstufe aus, ein dazugehöriges Organsystem, wie zum Beispiel hier die Klauen. Für die Kronsaumentzündung sind dann auf einer Informationskarte, die im Ampelsystem, die Symptome in grün, also gesunde Klaue, gelb, die Veränderung beginnt, und rot, wir haben eine Kronsaumentzündung, sichtbar hinterlegt. Und gleichzeitig dazu auch noch Hilfestellungs- und Erklärvideos, zum Beispiel zur Klauenanatomie, aber auch zur Entzündung. Die Landwirte sind über dieses Projekt, vor allen Dingen über die App mit den Tiersignalen, besser befähigt, die Situation mit ihren Tieren im Stall jederzeit einzuordnen und zu reagieren und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, Hilfe zu holen oder selber Hilfe zu leisten. Für unseren Betrieb hat das EEP-Projekt eine deutliche Steigerung in Sachen Tiergesundheit gebracht und es kommt dem ganzen Betrieb zugute.